Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Leute, heute geht es um ein Thema, das eigentlich viel Praxis bedeutet, aber auch viel Theorie, denn hinter diesem Thema steckt mehr, als man meinen mag. Und zwar fragen mich immer wieder Schüler, das ist wirklich eine Frage, die andauernd kommt, warum muss man in der Kurve das Seitenruder einsetzen, wenn man doch den Knüppel hat? Wir können ja einfach Kurven fliegen, wenn wir das koordiniert machen, dann funktioniert das ungefähr so. Hey, das war eine sehr, sehr schöne Kurve. Und zwar war das eine schöne Kurve, weil wir diese Kurve koordiniert geflogen sind. Denn viele Leute denken einfach nur, man macht den Knüppel nach links und das Flugzeug fliegt einfach nach links. Im Grunde genommen ist es das auch. Wir machen das einfach mal so, Knüppel nach links und das Flugzeug fliegt irgendwie nach links. Es ist was Wahres dran. Dann gibt es natürlich aber auch diese koordinierte Kurve. Das heißt, der Knüppel geht nach links und das Flugzeug geht nach links. Und auch das ist eine schöne Kurve. Ne? Irgendwie funktioniert auch das. Nur, was habe ich jetzt anders gemacht? Was ist passiert? Bei der ersten Kurve habe ich kein Seitenruder eingesetzt. Das heißt, ihr müsst mal auf diese Libelle hier achten. Wenn ich jetzt einfach nur das Querruder gleich nach links mache, ne, also ich möchte jetzt gleich nach links eine Kurve machen, dann wird diese Kugel ohne Seitenrudereinsatz einfach nach links rausschießen. Wir achten alle mal drauf. Ich mache jetzt eine Kurve nach links. Seht ihr? Diese Kurve geht jetzt voll. Ja, die ist komplett unsauber. Ne, so, jetzt leite ich wieder aus und die Kugel geht komplett nach rechts. So, und jetzt normalisiert sich das Ganze wieder. Wenn ich jetzt das gleiche mit Seitenrudereinsatz mache, dann sieht das ganz anders aus. Und zwar, wir fliegen nach links. Seht ihr die Kurve? Kugel bleibt schön in der Mitte. Jetzt kann man das Seitenruder langsam wegnehmen. Und die Kurve, warum will ich denn immer Kurve sagen? Und die Kugel bleibt wunderbar in der Mitte stehen. Jetzt leiten wir das Ganze wieder aus mit leichten Knüppel nach rechts und ein bisschen Tritt ins rechte Seitenruder. Und schon ist die Kurve koordiniert abgeflogen. So, was war jetzt der große Unterschied? Der große Unterschied heißt negatives Wendemoment. Und dieses negative Wendemoment hat es einfach in sich. Und zwar theoretisch als auch in der Praxis. Und ich möchte euch in diesem Video erklären, was es damit genau auf sich hat. Vorhin haben wir eine Kurve nach links gemacht mit dem Knüppel, also das heißt, wir haben das Seitenruder nicht benutzt und sind einfach nur mit dem Knüppel nach links gegangen. Das heißt, wir wollen eine Linkskurve machen und diese Kugel wanderte ebenfalls nach links. Was heißt das für uns? Für uns heißt das, wenn die Kugel nach links wandert, dass wir nach rechts gieren. Das heißt also, wir fliegen mit dem Flugzeug geradeaus, wir bewegen den Knüppel nach links und gieren gleichzeitig nach rechts mit dem Flugzeug. Wenn man das Seitenruder zusätzlich dazu einsetzt, dann rollt man zwar auch mit dem Flugzeug nach links, aber man verhindert das Gieren nach rechts, weil man ja ins linke Seitenruder tritt und fliegt einfach ganz sauber und koordiniert eine Linkskurve. Genauso ist es natürlich spiegelverkehrt mit Rechtskurven. Wir machen gerade mal einen leichter Seitenrudereinsatz nur, weil es nur eine ziemlich leichte Kurve ist und da ist der Effekt dann nicht so hoch. Aber was ist das jetzt für ein Effekt? Viele sagen eigentlich, dass es nur eine Sache ist, aber es sind mehrere Sachen. Die meisten sagen, es liegt an dem Widerstand des Querruders. Also im Prinzip an dem gesamten Profilwiderstand des Flugzeugs. Denn wenn wir jetzt eine Linkskurve machen, dann geht das linke Querruder nach oben. Man sieht das hoffentlich. Und das rechte geht nach unten. Was bedeutet das? Und zwar wird das negative Wendemoment durch den jeweiligen Widerstand ausgelöst, aber dieser Widerstand basiert nicht nur auf dem generellen Profilwiderstand, denn wenn wir das Profil einfach mal so in die Luft halten würden und das Querruder nicht bewegen, dann haben wir einen gewissen Profilwiderstand. Dann kommt halt die Strömung im Prinzip an, trifft auf die Tragfläche und wir haben den Profilwiderstand der Fläche von ungefähr 100%, sagen wir jetzt einfach mal. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass das Querruder nach unten abklappt und das ist ja im Prinzip auf der Tragflächenseite, die dann nach oben geht. Das bedeutet,
dass im Prinzip dieser Widerstand erhöht wird, denn diese Fläche, die Gesamtfläche, die Profil, der Profilwiderstand, der sich durch die Strömung drücken oder drängen muss, ist wesentlich höher, weil das Querruder nach unten natürlich bremsend wirkt. In diesem Beispiel, in der Zeichnung, die ich euch jetzt auch einblende, sind das sogar gegenüber den 100%, 160%, also um das 1,6-fache wird der Widerstand theoretisch erhöht. Auf der anderen Seite findet genau das Gegenteil statt, und zwar geht das Querruder daher nach oben. Und das Lustige ist, dass dieses Querruder sich selbst quasi so ein bisschen abschattet. Das heißt, es liegt mehr oder weniger so hinter der anströmenden Luft. Dadurch wird das Querruder hinten schon leicht verdeckt und gar nicht mehr so angeströmt. Das heißt, der Widerstand ist sogar geringer, als wenn dieses Querruder nicht nach oben geklappt wird. Verglichen mit dem normalen Profil bei ca. 80% nur. Dann gibt es aber noch eine zweite Sache, und zwar an der Tragfläche, an dem das Querruder nach unten geschlagen wird, da erhöht sich der Auftrieb. Und zwar haben wir an unserem Flugzeug im Prinzip halt zwei Tragflächen, und diese Tragflächen, die erzeugen ja einen gewissen Auftrieb. Ich zeichne euch dann noch eine Hochachse ein, damit ihr wisst, wie das Flugzeug da drin liegt. Jetzt leiten wir im Prinzip dann diese Kurve ein, und was passiert? Die Querruder schlagen dementsprechend aus, so wie wir das gesagt haben. Das eine Querruder zeigt nach oben und das gegenüberliegende Querruder zeigt nach unten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was in diesem Moment passiert. Denn am Anfang, ganz am Anfang der Kurve, haben wir quasi noch keine Rollbewegung. Denn das Flugzeug reagiert ja erst darauf, wenn diese Querruder sich tatsächlich bewegen. Das heißt, diese Ruder schlagen als allererstes aus und dann verändern die den Auftriebswert auf den Tragflächen. Und zwar ziemlich krass. Bei dem Querruder, das nach unten ausgeschlagen ist, da erhöht sich am Ende der Tragfläche, also in Höhe des Querruders, der Auftrieb immens. Und genau das Gegenteil passiert auf der anderen Seite, wo das Querruder nach oben geklappt wird. Da reduziert sich der Auftrieb richtig stark. Und zwar sehr stark. Deswegen erfolgt auch diese Rollbewegung. In unserer Theorieausbildung haben wir alle gelernt, dass es noch sowas wie einen induzierten Widerstand gibt. Und dieser induzierte Widerstand, der ist dort am größten, wo der Auftrieb am größten ist. Und was haben wir eben gesagt? Das eine Querruder zeigt nach unten und erhöht den Auftrieb ganz immens. Und gleichzeitig wird auf der anderen Tragfläche, genau auf der anderen Seite gegenüberliegend, der Auftrieb ganz stark reduziert und dadurch der induzierte Widerstand auch sehr extrem verringert. Und dadurch haben wir eine sehr große Bremswirkung auf der auftriebsstarken Seite. Das heißt, nicht nur der Profilwiderstand ist gegeben, was wir eben schon gesagt haben, dass allein das Querruder runtergekippt ist und zusätzlich bremst, im Prinzip wie so eine Landeklappe, also wie Flaps oder wie so eine Bremsklappe, sondern auch der induzierte Widerstand, der durch den höheren Auftrieb entsteht, auch der bremst exakt diese Fläche ab. So, das heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt das Querruder nach links bewege, dann seht ihr auch sofort, dass die Kugel nach links ausschert. Und das liegt daran, dass das Flugzeug, ich mache das jetzt mal nur mit dem Seitenruder, wenn ich jetzt rechts reintrete und die Nase nach rechts zeigt, dann passiert genau dasselbe. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur das Querruder nach links betätige und die Kugel weicht nach links aus, dann wissen wir, alles klar, die Nase scheint sich nach rechts zu drehen. Und das liegt eben daran, dass wir auf der Seite, auf der rechten Seite, dass wir da ein nach unten geknicktes Querruder haben und dieses Querruder für eben diesen Profilwiderstand sorgt und auch insbesondere durch den Auftrieb den induzierten Widerstand signifikant erhöht. Und darum wird diese Tragfläche, die rechte Tragfläche in einer Linkskurve abgebremst und das Flugzeug giert nach rechts, weil die Bremswirkung die Tragfläche einfach nach hinten zieht. Dem kann man nur mit dem Seitenruder entgegenwirken, wenn wir jetzt eine Linkskurve machen wollen. Wie gesagt, Linkskurve, zack, ohne Seitenruder. Wir schieben, das Flugzeug giert dabei nach rechts und es giert die ganze Zeit. Und irgendwann kommt das wieder zurück. Wenn wir das aber jetzt ganz vernünftig machen wollen, dann müssen wir, wie gesagt, dazu koordiniert Seitenruder geben. Das heißt, wir wirken mit dem Seitenrudereinsatz tatsächlich der Bremswirkung der Tragfläche entgegen, versuchen das dann im Prinzip auszugleichen. Das heißt,
Wir schieben im Prinzip mit dem Seitenruder die rechte Tragfläche einfach nach vorne. Denn wenn wir jetzt ins linke Seitenruder treten, dann kommt ja die rechte Fläche nach vorne und die linke Fläche geht zurück. So, ich mache das jetzt nochmal. Immer nur das linke Seitenruder. Ich trete das linke Seitenruder, die rechte Fläche geht nach vorne, ihr seht's, und wieder losgelassen. Und dann noch einmal auf der linken Seite, linkes Seitenruder, die Fläche geht nach hinten und wieder losgelassen. Und das ist das, was wir der Bremswirkung am rechten Querruder entgegenbringen. Denn mache ich das nur mit dem Knüppel, wird die Fläche jetzt abgebremst durch das Ruder und wir gieren nach rechts. Und das ist schlecht. Wenn ich dem jetzt aber entgegenwirke, mit dem, was ich eben gezeigt habe, und zwar mit einem Tritt ins linke Seitenruder, also in Kurvenrichtung getreten, dann passiert Folgendes, und zwar Kurve nach links, Seitenruder koordiniert einsetzen. Das heißt, wir halten dadurch die Kugel in der Mitte. Und wenn wir wieder ausleiten wollen, müssen wir rechtes Seitenruder einsetzen, damit auch hier die Kugel in der Mitte bleibt. Und so funktioniert ein koordinierter Kurvenflug. Das heißt, wir brauchen Seitenrudereinsatz, um diesem Effekt entgegenzuwirken. Es gibt natürlich auch konstruktive Möglichkeiten, diesem Effekt entgegenzuwirken. Das sind beispielsweise differential ausgeschlagene Querruder. Das heißt beispielsweise, dass die Querruder nicht gleich viel nach oben oder unten ausschlagen, sondern nach unten entsprechend weniger und nach oben entsprechend mehr. Das heißt, der Auftrieb wird auf der einen Seite sehr, sehr stark verringert, dadurch, dass das Querruder sehr, sehr stark nach oben ausschlägt, und auf der anderen Seite nur ein wenig erhöht, sodass das Querruder nur ein wenig nach unten ausschlagen muss und dadurch der Widerstand reduziert wird. Bei großen Jets werden dafür also jetzt zum Beispiel 737 oder A320, da werden dafür die Spoiler eingesetzt, und zwar die äußeren Spoiler auf den Tragflächen. Das sind im Prinzip die Dinger, die man auch als Bremsklappen kennt. Und zwar werden diese Spoiler auf der Fläche ausgefahren, die nach unten geht. Das heißt, dass diese Fläche dann im Kurvenflug künstlich gebremst wird. Durch das leichte Ausfahren dieser Spoiler auf der Tragfläche. Wenn ich ein Video finde, blende ich euch diesen Effekt mal einmal kurz hier ein. Sowas ist zum Beispiel auch möglich. Ansonsten ist dieses negative Wendemoment einfach vorhanden. Und du kannst nur das dagegen tun, dass du eben einen koordinierten Kurvenflug mit Seitenruder vornimmst. Das war jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viel Theorie. Aber ich hoffe, dass euch dieses Video weiterhilft und euch insbesondere einmal erklärt hat, warum dieses negative Wendemoment überhaupt existiert und was man dagegen tun kann. Ich hoffe, dass euch das Video trotz der Trockenheit trotzdem gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch der Content auf dem Channel generell gefällt, dann abonniert gerne diesen Channel und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein weiteres meiner Videos mehr. Und ja, Leute, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch jetzt schon von euch. Ich wünsche euch always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr einen Retractable Gear habt, nur dann natürlich. Manche haben es, manche nicht. Ist aber auch egal. Und ja, ich sage ciao mit V und bis zum nächsten Mal. Und zwar theoretisch als auch Praxis. Yo! Was laber ich für einen Müll, Alter? Das Thema ist viel zu kompliziert, ey. Damit auch da die Kurve in der... Ja, die Kurve! Wieso sage ich denn immer Kurve? Meine Fresse, das ist eine Kugel! Mein Gott, Alter, ey. Aber ihr wisst, was gemeint ist, oder? Das ist die Kugel natürlich, nicht die Kurve. Die Kurve, die bleibt selbstverständlich in der Mitte. Mein Gott, ey. Denn die eigentliche Rollbewegung des Flugzeugs... Ach, Mann, Alter, was laber ich für einen Müll, ey. Und ja, Leute, in diesem Sinne verabschiede mich...